Wie bin ich jetzt nass geworden? Ich glaube, eine Rotze ist aus der Nase geflogen. Ah, oh, nice! Ja, dann ist ja nicht weiter schlimm. Auf den Sommers! Weißt du, zu doof zum Trinken. Spuck das direkt wieder mit so einer Fontäne aus und dann schmierst du es mir auf den Arm. Ist okay. Ist okay, Jan. Speicher das bitte mal als Outtake. Das wäre jetzt sowieso mit drin. Alter! Bist du sicher, dass du noch was trinken willst? Jetzt kann ich es ja wieder. Oh, rettet mich. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Seid ihr Freunde von Grant? Wenn nicht, dann raus. Richtig, den hatten wir nämlich im letzten Part. Ja. Für euch. Die Leute, die keine Freunde von Grant sind, haben jetzt erstmal so einen schwarzen Bildschirm. Das wäre lustig, wenn man das machen könnte. Und sind in Flammen aufgegangen. Ja, deswegen auch der schwarze Bildschirm. Der ist mit abgeraucht. Ah. Aber ja, wir haben Byte die CD-ROM gegeben. Und um uns die Zeit zu vertreiben, haben wir uns zwei Poképlätze angeguckt. Mit Grant. Und ja. Den dritten dann ohne Grant. Ich glaube, aber dafür mit anderer guter Gesellschaft. Der Höhlenplatz. Ein Pokémon aus einer dunklen Höhle, an dem wilde Pokémon erscheinen. Ja, finde ich eigentlich ziemlich geil, dass ich den machen darf. Ja. Hättest du auch gerne gemacht? Nein. Nicht? Doch. Ah. Ja, was glaubst du, was der Boss uns nächstes vorhat? Mann, dieses Leben macht echt keinen Spaß mehr. Ich brauche endlich mal etwas Ruhe. Guck mal, dieser Wasserfall dort. Kann ich da reinspringen? Jetzt soll mal so jammern. Du weißt, was der Boss immer sagt. Irgendwann wird es mit Team D-Queen, wird es Team D-Queen geben und wir werden alle Pokémon der Welt besitzen. Ja klar, glaubst du allen Ernstes, dass wir das hier sowas Großes auf die Beine stellen? Achso, ich könnte wirklich wieder abhauen. Okay. Und ihm alleine lassen mit seinem Depri-Moment. Okay. Aber das tue ich nicht. Ob D-Queen aber für Depri-Queen steht? Manchmal vielleicht auch. Was? Ach, nur kleiner Junge, schleiche dich gefälligst so an. Sei doch nicht so nervös, hab doch mein Radar. Damit wissen wir auch immer, wenn der Boss in der Nähe ist. Ah, stimmt. Hehe. Ja, da, zeig etwas an. Das ist der Boss. Die Queen. Was für ein Timing. Na, seid ihr alle bereit? Eure Augen werden bluten. Aber eure Ohren zumindest nicht. Hallo, Zirsen. Habt ihr mir schon bei Pokémon gefangen, bis euer Auftrag war? Na, Musik aus! Ich check den Zirsen da von Pokémon War. So viel ist klar. Vielleicht bist du nur ein kleiner Boy, aber du wirst nichts haben, oder einem Trainer mit guten Gaumen. Wie wär's, wenn du meinem kleinen Ensemble beitrittst? Seiner von uns und Bild, wir werden alle Pokémon of the World gehören. Nein. Ja, I knew it, dass du das sagen würdest. Ich könnte von mir schon riechen, dass du keinen Rhythmus im Blatt hast. Und was tun wir mit so einer Dissonanz? Man dance, die den Grund und Boden. Ich beweise dir die Power of the Elegance. Kipp bitte nicht gleich aus den Latschen. Add Music! Es gibt Musik, die muss man unkommentiert lassen. Musik ist super. Oh ja, auf jeden Fall. Eines der besten Battle Teams of all time gefühlt. Ich sag mal so, es gab so viele Charaktere, die sie hätten zurückbringen können. Aber nein, sie mussten natürlich die Queen nehmen. Der Nico ist auch schon fast fertig. Ja, den Trottel vom Dienst aus Kolosseum. Trottel auch der coolste Charakter aus Kolosseum. Also ich sag mal, ich finde sein Outfit ist, glaube ich, in Kolosseum sogar noch schlimmer als hier. Ich finde, hier geht's sogar noch halbwegs. Ja. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Also klar, da ist so viel falsch an diesem Outfit, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es geht mittlerweile. Oh ja, Schockwelle. Ich mach trotzdem Kryptoschlag. Oh. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der Queen hat einfach so viel Style. Der ist so bekloppt. Passt zu seiner Synchro natürlich. Und auch mit seinen ganzen Pokémon.
die gar nicht mal so leicht zu besiegen sind, finde ich. Also ich finde immer so, Kapaloris oder auch Lombrero ist schon gar nicht so leicht. Also die können dir schon ganz schön wehtun. Das ist meistens nichts, das sehr effektiv ist. Ja, das ist so das Problem. Was du da hättest, wäre halt ein Gift oder ein Flug-Pokémon. Ja. Und das Einzige, was du bisher haben könntest, ist, glaube ich, ein Gift. Das wäre Schluckpuck. Genau. Wenn er überhaupt Gift attacken kann. Wahrscheinlich sowas wie Giftwolke oder so. Aber ich finde auch generell Kapaloris. Also ich mag Kapaloris eigentlich ganz gerne. Aber so mit Regengenuss und dann natürlich dem Regen und vielleicht auch Überresten. Ist ein bisschen nervig manchmal. Ja. Aber die Kombi mit Donnerschock und Kryptoschlag scheint ja zu funktionieren. Ja, deswegen habe ich auch Dekoschock in der Spitze genommen, weil der hätte hier nichts reißen können. Nee. Aber die Kampfmusik ist so gut. Also die in Kolosseum war halt auch schon so ein bisschen ikonisch, sag ich mal. Aber die in XD ist halt irgendwie nochmal tausendmal geiler. Das kannst du halt irgendwie, finde ich, immer überall abspielen und alle tanzen mit. Also so geht's mir zumindest irgendwie. Muss auf den Gamescom mal ausprobieren. Das wäre lustig. Ich spiele das ab und plötzlich tanzen da hunderte von Leuten. Und wer nicht tanzt, ist ein Banause. Und geht auch in Flammen auf. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, von euch haben bestimmt auch viele mitgewippt am Anfang. Das wollte weil es irgendwie etwas random. Tja, woran das wohl liegt? Tja, in Kolosseum war sein Mogelbaum nicht weniger random, ne? Ah, es ist so gut, man will eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber das sollten wir vielleicht. Mhm. Dann nehme ich erstmal, wobei... Kann ich Voltoball überhaupt paralysieren? Das ist nicht sechste Gen, also ja. Ich bin mir da nie so hundertprozentig sicher. So. Die Paralyse-Immunität kam erst mit der sechsten. Oh, das habe ich nicht immer so auf dem Schirm, lasse wann kam. Ich frage mich immer, kann ich da eine Puderattacke drauf machen oder eine Donnerwelle? Man weiß es nicht. Auch sechste Gen mit dem Puder drauf pflanzen. Oh. Ja, eine Chore macht sich ganz gut. Ist nur ein bisschen traurig, dass es bald nur in den Kryptobus abgeschoben wird. Willst du wenigstens Spitznamen geben, bevor es in den Kryptobus kommt? Nee, das wäre ja gemein. Alle anderen haben auch keinen bekommen. Können ja auch noch einen geben. Ich glaube, das wird irgendwann sehr schwierig. Ich glaube, in den Chore wäre ein perfektes Midnight. Ja, das auf jeden Fall. Im Herzen können wir uns darauf einigen. Mhm. So, machen wir dich mal platt und dich tauschen wir jetzt so langsam mal aus. Was habe ich denn da? Voltoball und Dings. Ja, komm. Das kann eh nur Krypto-Attacken. Ja, stimmt. Vergesse ich auch manchmal, dass die ja eigentlich... Weil die lernen ja hier auch direkt was, wenn sie langsam erlöst werden. Aber klar, da können sie ja noch gar nichts. Sind ja nicht erlöst. Ja. Konnten die in Kolosseum auch andere Attacken? Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwer konnte das mal. Aber ist schon so lange her. Also eigentlich gar nicht, aber... Wenn ich dieses Jahr erst Let's Played... Oder letztes Jahr noch? Letztes. Haben wir im Oktober letztes Jahr damit angefangen? War ja auch nicht so lang. Ich meine, wir hatten 60 Parts um den Dreh. Und dadurch, dass wir wirklich auch, glaube ich, 6-mal die Woche hochgeladen haben, so wie hier auch. Mhm. Also ich denke mal, Schlecker und Tackle wird das Ding ja wohl aushalten. Joa. Die Queen hat tatsächlich eine sehr schöne Funktion in diesem Spiel. Er ist nicht nur unglaublich stylisch, wenn man gegen ihn kämpft. Er ist halt wirklich auch gameplay-technisch sehr gut eingebaut. Ja. Das werden wir im Laufe des Spiels auf jeden Fall auch noch feststellen. Dass das echt eine sehr schöne Neuerung ist im Vergleich zu Kolosseum. Mhm. Es ist halt so ärgerlich, wenn ich sehe, wie viele geile Sachen sie hier eingebaut haben, gameplay-technisch, Kryptobis zum Beispiel. Dann wäre ich halt echt neugierig, was sie machen würden, wenn sie noch ein Spiel rausbringen würden. Na, also für die Switch und so. Mhm. Aber ich glaube, die sind pleite, ne? Da war irgendwie das Problem. Wer? Das Entwicklerstudio. Genius Sonority? Mhm. Keine Ahnung. Oder machen andere Sachen. Es ist sehr unwahrscheinlich. So machen die irgendwelche Sportspiele für Nintendo. Siehe Camelot. Oh. Soll ich eine Trugträne für dich verdrücken? Ja, bitte. Okay. Wobei, nee, das damit, was du lachst im Januar, weil das ja nur falsche Tränen sind. Schmeiß den Ball einfach. Okay. Also es wäre schon echt schön, muss ich sagen. Aber naja. Komm, du darfst nochmal schlecken. Wenn du keine Tränen möchtest. Leck ich doch lieber rum. Scheinbar. Vielleicht bleibt es jetzt ja auch einfach im Ball drin. Das ist nicht ich. Ich rede auch von dem Voltoball. Ja, aber du hast nicht so ein Fangglück wie ich. Schade. Tja. Aber Voltoball ist eigentlich sehr passend, finde ich. Ich meine, er sieht aus wie seine Frisur. Nur anders gedreht. Du bist voll aus dem Check, Brad. So geht das nicht. Es muss echt wehtun, da auf den Asphalt zu knallen, oder? Boah, wie groß sein Kopf einfach ist! Ist er gut gefedert? Sein Kopf, ja.
Oh, you. Stehen die Herren zum Burg vor lauter Wut. Glaubt ja nicht, dass es damit vorbei ist. Why, wait, Nora. Ich warte auf die Bälle, die gewohnte Eleganz in den allerwertesten Traiten. Vorhang bitte, I must go. Weißt du, die Queen ist so ein Charakter. Mit dir in Kombination hätte ich keine Untertitel, wüsste ich nicht, was du da von dir gibst. Ups. Ups. Guck ein mal. Screenradar. Ein Screenradar. Die Anleitung gehört wohl dazu. Anblöd, Anleitung für den Radar. Lies sie und vernichte sie dann. Das hat ja gut geklappt. Dieser Radar zeigt dir, wo die Queen, also der Boss, gerade ist. Sobald der Boss irgendwo auftaucht, steht ein Zeichen auf dem Schirm. Sollte das Zeichen siehst, check den Radar. Er sagt dir, wo genau er gerade ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wo der Boss ist, wenn er nicht auf dem Radar erscheint. Du weißt doch, wie seltsam unser Boss ist. Man weiß nie, was er so treibt. Wahrscheinlich ist er auf Pokémon-Jagd oder so. Jedenfalls irgendwo außerhalb der Reichweite des Senders. Von Hain. Nein, ich will sie nicht nochmal lesen. Jan, ich konnte die CD-ROM noch nicht entschlüsseln, aber ich habe etwas über den Kryptoplan herausgefunden. Komm bitte schnell her, das kann ich dir nur persönlich mitteilen. Okay. Ich glaube, er möchte viel reden. Oh nein. Kann ich vorher noch ins Kolosseum gehen? Warum? Einfach aus Prinzip. Wir wollen doch auch die Kolosseen alle machen. Und den Pyrrhotus haben sie, glaube ich, Level 20. Die Leute wollen doch jetzt wissen, was da mit der Story ist. Ach, ich pack auf jeden Fall mal wieder Deko nach vorne und geh mich kurz heilen. So. Kannst du im OMBS-Gebäude machen? Ja, jetzt nicht. Die Leute wollen wissen, was da los ist, was Byte gefunden hat. Was Byte gefunden hat? Ja. Ich kann zumindest kurz mal einen Abstecher hier machen. Oh, der Wachmann ist weg. Ich geh mich heilen. Suchen wir den Wachmann, er ist bestimmt im Kolosseum. Nein. Ganz sicher. Der ist im OMBS-Gebäude sicher. Nein, nein. Der liegt da unter der Theke, du siehst ihn nur nicht. Er oder hat sich in eine Frau verwandelt hier links, kannst dir aussuchen. Die war schon vorher da. Nein, nein. Das bildest du dir ein. Er ist auch da hinten in dem Rohr versteckt. Also ich darf nicht ins Kolosseum. Darf ich überhaupt ins Kolosseum? Ich weiß nicht. Ich dürfte sogar. Vielleicht sagst du gleich nein. Weiß nicht. Will ich das tun? Wenn ich das tue, musst du es aber fertig machen. Das ist lieber am Anfang des Parts. Na gut. Aber das Kolosseum will ich auf jeden Fall auch noch machen. Einfach aus Prinzip. Weil ich meine, wenn, dann nehmen wir auch alles soweit mit. Mhm. Soweit wir Lust drauf haben natürlich. Aber so eine Runde Kolosseum ist ja eh immer gut. Mhm. Na gut, ich habe euch ja nur ein bisschen veräppelt. Der Wachmann war nicht da hinten in der Tonne. Ist okay. Der liegt hier drin. Ja. Das sind Schwierigkeiten. Man könnte jetzt meinen, er schläft bei der Arbeit, aber ich glaube, die Musik spricht eine andere Sprache. Ah. Ein paar zwielichtige Typen kamen rein, schon mal Chio das Mädchen am Empfang entführt. Lass mich liegen, ich sterbe. Knützi? Knilz, Knilz, Knilz! Ich soll mich jetzt mal mit Sporen übergießen. Knilz macht sich auch Sorgen. Und jetzt wissen wir auch alle, warum da oben ein Vitalisator steht. Weil man ihn gegebenenfalls gebrauchen kann hier drin. Ob man die Leute sieht, die da von der Decke springen? Siehst du da irgendwas? Nein. Dann wahrscheinlich nicht. So gut ist es doch nicht poliert. Stimmt, oh, die Decke ist verdammt hoch. Dementsprechend, keine Ahnung, wobei, wenn die Decke mega, mega hoch ist, geht dann die Spiegelung verloren? Wahrscheinlich, ne? Nee, irgendwann wird es einfach unscharf. Ja. Sag mal, wenn du jetzt 2 Kilometer in die Entfernung guckst, ist es auch nicht mehr so hundertprozentig scharf. Ja. Schieben wir es da drauf. Oder die haben irgendwelche Tarnumhänge. Man weiß es nicht. Aber hey, Deko passt mal ganz gut vorne. Ja, das stimmt. Rippkannibanja. Und eine Koro kann auch ein bisschen was machen. Der Kryptoschlag nicht stärker gewesen? Mag sein, aber ich wollte jetzt gerne Schockwelle machen. Da war mir so nach. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich damals echt gefragt, warum haben sie einen Vitalisator reingestellt? Das lohnt sich doch überhaupt nicht, wenn ich mich vielleicht da im Kolosseum heilen könnte. Und ja, als dann die Musik losging, dachte ich mir so, okay, vielleicht habe ich doch verstanden, warum da oben einer steht, damit ich eben nicht immer rauslatschen muss. Aber finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man sich hier jetzt nochmal so ein bisschen durchknüppeln muss. Vor allem kamst du ja auch vorher an manche Dinge nicht dran. Ja. Vielleicht ja jetzt, ne? Also ich mag die Stelle in der Story eigentlich ganz gerne. Team Krypto vermöbelt ist eh mal lustig. Der Typ ist übrigens Brat. Brat? Finden wir gleich noch Pfanne? Du hast ihn zum Stöhnen gebracht. Ich gehe dann mal weiter.
gucken, ob ich hier noch irgendwo irgendwen finde. Ja bitte, mach die Tür wieder auf. Lass die armen Leute raus. Chiyo, sie haben Chiyo entführt. Chiyo ist Beids jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen am vollen Empfang. Du hast mit ihr gesprochen, oder? Die Anlehnen haben sie in den Aufzug gezerrt und sie nach oben gefahren. Okay. Der Boden macht mich kirre. Warum? Oh. Ich weiß nicht, weil ich mich bewege und du guckst dann so auf den Boden. Guck nicht hin. Das ist mega anstrengend. Will ich da rein? Attacke von hinten? Klar. Attacke! Alle mal herhalten. Wenn sich alle ruhig verhalten, wird keinem was passieren. Also keine Sperenzchen. Versucht auch nur einer die Mücke zu machen, dann rumts. Kapiert? Na, kommst du ganz besonders verdächtig vor. Wisst ihr? Jan Logik. Ich greife ihn von hinten an. Jan tritt ihm ins Gesicht. Ja, von hinten. Soll ich mich da so verrenken? Nein. Durch den Kopf durch, sodass du mit dem Fuß wieder in seinem Gesicht rauskommst. Ja! Genau. Oder wie mein Lehrer früher sagte, von hinten durch die Brust ins Auge. Was hast du für Lehrer gehabt? Das ist der, der mir mein Yo beigebracht hat. Was? Da gibt's einen Ursprung von? Ja. Der Lehrer hat auch häufiger mal Yo gesagt. Okay. Ich zitiere ihn. Mal heißt es Yo und mal heißt es nicht Yo. Ach so, das ist sehr tiefgründig. War ein Mathelehrer. Die Sache ist, dein Yo ist ja irgendwie nicht mehr so alleinstehend. Deine Begrüßung ist einfach so ein langer Brei in einem durch. Aber ich sag gerne Yo. Das stimmt. Statt Ja sage ich oft eigentlich nur Yo. Ja, hin und wieder mal. Aber du bist sowieso manchmal ein sehr seltsamer Mensch. Warum? Eigentlich bist du immer ein sehr seltsamer Mensch. Warum? Das ist eine Tatsache. Nenn mir einen Grund. Wenn du in den Duden guckst, unter dem Wort seltsam ist da dein Bild. Ich hoffe, die haben ein schönes Bild genommen und nicht mein Passfoto. Passfotos sind immer hässlich. Gibt es irgendwie da draußen, der ein schönes Passfoto hat? Ich finde immer generell, dadurch, dass ja Entei. Diese... Ja, abgesehen von Entei. Das sind ja diese... Wie heißen die Passbilder? Da gibt es ja einen Begriff für, wie die sein müssen. Biometrisch. Genau. Ich weiß nicht, die Belichtung und alles ist halt... Es sieht halt immer doof aus irgendwie. Und dann darfst du ja auch nicht so richtig grinsen, nur so leicht. Und wenn du da irgendwie eine dumme Tante hast, dann musst du halt deine Brille auch noch abnehmen oder so. Ich weiß nicht. Ich mache das ja, wenn dann am Automaten, so ein Foto. Mhm. Weil ich hasse Fotografen. Ich hasse sowieso Fotos von mir. Da muss noch nicht jemand irgendwie ein Foto von mir machen. Das mache ich schön selber. Mhm. Also, weiß nicht. Nicht so schön. Also, es ist immer wieder ein Fest, neue Bilder dafür zu machen. Weil man denkt sich jedes Mal, die werden jetzt besser als die alten. Na? Ich bedenke, also mein Passwort von meinem griechischen Ausweis, da sehe ich aus wie ein Mafia-Typ. So richtig so ein schwarz-weißes Foto, böser Blick. Ich glaube, jeder Zweite sieht so aus. Jeder Zweite sieht auf diesen Dingern so aus. Auf meinem Führerschein-Foto sieht einfach so richtig nerdig scheiße aus. Ich finde auf deinem... Was ist denn das? Auf deinem Perso oder so? Siehst du irgendwie traurig aus. Ja, das auch. Jetzt hat mir gerade, weiß nicht, mein Essen weggenommen. Also ich weiß nicht. Ich sehe irgendwie auch aus, als würde ich jemanden umbringen wollen, glaube ich, auf meinem Führerschein. Tu es besser nicht. Nee, hatte ich nicht vor. Weiß auch nicht. Ich frage mich echt, ob die da jemanden sitzen haben, wenn du mir diese Passfotos da abgibst, der dich nochmal photoshoppt, damit du noch hässlicher aussiehst. Ich glaube tatsächlich, das ist ein legitimer Beruf, so wie die Passbilder immer aussehen. Passbildverschlechterer. Verunstalter. Ich mache es zwar nicht so wirklich effektiv, aber es muss jetzt sein. Ich wollte schon sagen, du willst jetzt nicht versuchen, den Betrugsschlag zu greifen, ne? Ich dachte erst so, nee, lass mal lieber. Vielleicht reicht's ja. Wobei ich glaube, es ist dieses typische Phänomen, wenn du dir andere Passbilder anguckst von anderen Leuten, dann, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Guckst du dein eigenes an, Wie auch bei allen Fotos. Also, wenn ich manchmal Fotos mache, von uns jetzt und Freunden, dann denke ich mir immer so, oh, alle sehen voll niedlich aus auf dem Foto. Naja, ich selber bin so halbwegs okay. Zeig's dem Ersten das Bild. Ihr seht alle geil aus. Boah, ich sehe richtig scheiße aus. Zeig's dem Nächsten das Foto. Ich guck richtig blöd, aber ihr seht gut aus. Und ich denke mir so, So, eine Choro ist prinzipiell fertig. Willst du sie rausbringen? Erlösen? Ja, ich kann hier noch eben mit den Leuten reden und dann kann ich rausgehen. Du hast uns gerettet, vielen Dank. Aber sei vorsichtig. Wir treiben sich bestimmt noch mehr von diesen Kretins rum. Kretin? Willst du sonst aussprechen? Kretins? Kretins. Ich hab mich erschreckt!
Und ihr so? Ich befürchte, dass sie uns auf ewig hier festhalten würden. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh. Okay. Juhu, wir sind gerettet. Hurra, ich dachte, wir wären verloren. Dann können wir den ja gleich mal ausprobieren. Wenn die noch da sind. Hast du irgendwo Futter hinterlassen? Ja. Ach, in der Wüste. Das könnte knapp werden, wenn du nur eins dahinterlassen hast. Aber wir gucken mal. Du musst ja sowieso raus. Mhm. Aber hast du gesehen, mit was für einer Geschwindigkeit der Sender ausgeschlagen hat? So mit 2 FPS oder so? Ach so, was da... Dieses Kreisding. Ja. Also, das hat mich schon etwas irritiert. So, meinst du, ich komme da noch an? Nein. Meinst du nicht? Meinst du, wer auch immer da ist, hat das schon weggesnackt? Kannst ja versuchen. Ja. Also vielleicht bleiben wir so eine Minute pro Keks. Keine Ahnung. Wüste war das, ne? Mhm. Dann wollen wir doch mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt das Nonplusultra-Pokémon gefunden. Sporgler. Okay. Was selten? Weiß ich nicht. Die Musik dazu, ne? Stimmt, die Country-Musik. Ja. Und Einzelkampf. Ja. Ach komm. Hey, ich könnte Sporgler in den Kryptobiss setzen. Das ist gar keine so blöde Idee. Fang es. Ja. Wenn ich jetzt eh schon einmal hier bin. Natürlich wurde ich vergiftet. Du mich auch. Los, Deku, hau zurück! Trugschlag? Ein Megasauger. Ich dachte, das macht vielleicht zu viel Schaden. Nein. Nicht? Nein. Okay. Das ist ein schlechter Spezialangriff. Na gut. Mal gucken, wie viel Schaden das da hat. Diese Musik, ne? Es ist halt irgendwie für mich kein Battle-Theme. Es ist so, ich weiß nicht. Party Party, wollte ich gerade sagen. Ich wollte dir schon einen vorwurfsvollen Blick rüberwerfen, aber es hat ja noch gepasst. Ey, bei Chris kann ich nichts für. Du beschwerst dich doch immer. Nicht hier, ich habe nichts gesagt. Ich muss schon von Chris reden, damit sie kommen. Ach so. Ach stimmt, wir brauchen unsere Kreismaschine ja gar nicht. Hat er den Ball mit rechts geworfen? Mit einem normalen Ball? Weiß nicht, warum ist das Ding wieder ausgesprungen? Du hast einen schlechten Ball benutzt. Ach so. Dann muss ich das wohl nochmal versuchen. Noch hält Deko ein bisschen durch. Mhm. Er guckt zwar nicht sehr begeistert, aber er guckt nie begeistert. Ich wollte gerade sagen, Nils guckt nie begeistert. Ist das jetzt ein besserer Ball? Dass er einen stärkeren Ball nehmen könnte. Vielleicht wollte ich diesen Ball nehmen. Er flippt mit rechts. Irgendwie will das Skorgler nicht. Weil du nur einen Pokéball verwendest. Ja! Ich gebe mir doch alle Mühe. Das will Deko hoffen. Ja! Komm, Deko, eine Runde brauchen wir jetzt noch. Ja, gut. Kriegst du halt den Superball. Findest du den schöner? Passt farblich besser. Oh. Na? Blau und rot, ne? Skorgler hasst mich. Warum hasst mich dieses Skorgler so sehr? Vielleicht will er unbedingt einen Superball haben? Please stop it. Auch so seltsam aus. Schon, ja. Ah! Das deprimiert mich. Willst du ein Pokémon für den Kryptorbis eigentlich haben, ne? Ja, ich dachte mir, ne, wenn es schon da steht, ist ja nur Level 11, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann ist einfach das Troll-Skorgler auf Doom. Vielleicht gibt es ja jetzt Bakugo auch noch. Kannst du bitte aufhören, das zu callen? Fängst es doch eh jetzt gleich. Jan. Berichte uns von einem Highlighter des heutigen Tages. Was hast du heute getan, worauf du sehr stolz bist? Leute gut beraten? Das hat Skorgler nicht überzeugt. Soll ich Skorgler beraten? Ich weiß nicht, was meinst du denn, hat Skorgler für Probleme? Außer, dass es Menschen scheinbar hasst. Der hasst halt. Ich werfe jetzt diesen Hyperball, ne? Ja. Und wenn das Ding ja nicht drin bleibt, ja, dann bringe ich es um. Dann kann es hier alleine in der Wildnis verrotten. Das ist eine ordentliche Drohung, ja. Skorgler, möchtest du das? Ich glaube, Skorgler hasst sein Leben. Lass mich mal versuchen gleich. Ich glaube, du kannst einfach keine Pokémon fangen. Ach so. Meinst du, ich habe alles für Voltoball aufgebraucht? Ja.
Na gut, du darfst jetzt einmal versuchen, hier hast du den Controller, Skorglatt zu fangen. Aber dann darf es hier verrotten. Ich sag's dir. Wenn das jetzt drin bleibt, ne? Zweifle ich meine ganze Existenz an. Ich wollte gerade schon aufstehen und gehen. Das wäre so gut gewesen. Ich habe mir schon gedacht, wenn das Ding jetzt zu bleibt, stehe ich auf und gehe. Willst du es jetzt nochmal versuchen? Das hat ja gut funktioniert. So wichtig kann dieses Skorgler nicht sein. Das nicht, aber... Ich versuche jetzt seit 5 Minuten dieses Skorgler zu fangen. Was stimmt mit uns nicht? Vielleicht willst du Skorgler im Team haben. Will ich nicht. Ich das hasse ich. Erstmal alle Bälle dafür rausschmeißen. Boah, Skorgler, ne? Du bist so ein... Die Sache ist, jetzt wo du so viele Bälle verwenden möchtest, willst du eigentlich unbedingt dann auch eher haben, weil es so verschwendet ist, jetzt so zu töten. Ich töte es jetzt aber trotzdem. Nein, doch. Was? Ich beiß dir jetzt einfach ins Gesicht. Ich lass mich doch nicht verarschen. Jetzt ist es erst recht verschwendet. Das ist mir egal, seine Existenz ist verschwendet. So. Meine Güte. Das war ein trauriger Moment meines Lebens. Ich glaube, ich muss gleich irgendwas tun, um mich wieder aufzumuntern. Im besten Fall erstmal nicht Deko sterben lassen. Bakugo überlebt das vielleicht noch bis zum Vitalisator. Mhm. Aber ich will es jetzt nicht riskieren. Aber Deko zumindest nicht. Ja, das waren noch schöne 5 Minuten jetzt am Ende. Die haben sich gar nicht verschwendet angefühlt. Die Leute hatten was zu lachen gehabt. Und wer ist letztendlich schuld? Du. Jan. Weil er den Pokesnack da ausgelegt hat. Und diesen Schmarotzer angezogen hat. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Boss Venja. Nee. Gib mir die Boyanz. So, dann darfst du dich noch um den Kryptor bis im nächsten Part kümmern. Eine Koro. Skorgler ja nicht reintun. Und darfst dann zurück zu OMBS. Okay. Wir müssen nur mal gucken. Erlösen wir eigentlich alles? Onscreen? So viel wir können wahrscheinlich, ne? Boah. Klingt gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon XD. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Ciao.